Und wie versprochen, die Bastarde gehen mir auf den Sack. Aber auf der Tötungsliste stehen sie bei mir ganz oben. Und weg mit dir. Und zack. Ich sehe ihn. Ja, siehst du mich? Das ist ja schön für dich. Toll, jetzt bin ich runtergefallen. Kommt und seht, was meine Galerie zu bieten hat. Ständler. Sicher habe ich ein paar Überraschungen für euch, Kunstkenner. Ezio, ich unterhielt bayerische Gesandte letzte Nacht. Sie müssen mich betäubt haben. Doch bayerische. Wie? Wir tranken aus demselben Becher. Was dann geschah, weiß ich nicht mehr. Hm. Kommt, wir müssen sie finden. Sie müssen bestraft werden. Machen wir doch gerne. Ist natürlich blöd, dass ich jetzt gesucht werde, gell? Muss ich in den Massen untertauchen. Ja, schubst mich nur umher. Ey, der geht von allein. Was macht denn die Kurtisane eigentlich da? Spackt da voll rum? Oder schieben die mich nur an, dass der automatisch geht? Jetzt gehen die natürlich woanders hin. Das ist unpraktisch. Um Gottes Willen, Eule. Geht's da noch gut? Speib die nicht. Er war dabei. Was zeigst du mit dem Finger auf? Lass mich doch. Ich... Hä? Was sollte ich denn gar nicht töten? Hä? Oh Mann, hey, das ist eine Kacke. Jetzt darf ich der Euden schon wieder so lang hinterher hat, oder? Was besteht denn hier unter Bestrafung? Soll ich ihm einen auf die Nase hauen, oder was? Wenn ihr nicht mit eurem Einkauf zufrieden seid, biete ich einen Umtausch für jedes andere Werk. Unter ein paar geringfügigen Bedingungen, versteht sich. Carità per un povero. So, ja. Es hieß aber nur bestrafen. Also ich weiß nicht, was die mit bestrafen meinen. Soll ich ihn einfach nur ein bisschen hauen? Geht das überhaupt? Kann ich nur Fäuste... Immer vorsichtshalber nur Fäuste. Kriegt da ein bisschen Haue. Schauen wir nochmal, auf wen sie genau zeigt. Schnacke, komm her. Er war dabei. Ja, verprügeln. Eine Schande seid ihr. War es der Richtige? Oh Mann. Aber was soll's? Kommt, ich finde einen anderen. Okay, dann gehen wir mal weiter. Also ich muss nur dran denken, dass wenn ich wieder angegriffen werde, ich schnell auf Waffen wechsle. Eine Weile habe ich vor San Lorenzo.
Mein Mädel, so bekifft und fertig kannst du doch gar nicht sein. Warum versuchen die ständig, uns Bauern auszuquetschen? Die müssen doch wissen, dass wir nichts haben. Man muss kein Hellseher sein, um zu sehen, dass ich keine fette Börse zwischen meinen Lumpen verstecke. Meine Seidentapeten in meiner... So, komm Schnacki, wo ist der Nächste? Wir haben nicht ewig Zeit. Ach, das nervt mich so in Assassin's Creed. Ich muss es jetzt nicht rasend schnell durchzocken, aber diese Hatscherei. Die NPCs, die sind immer so arschlangsam. Ihr habt mich betäubt. Du? Was? Du? Bam! Ich kenne seinen Namen. Giesbert. Oder war es Georg? Ah, Alte, jetzt. Gehst mir dann langsam auf die Eier. Kann doch hier nicht jedem die Fresse polieren. Nee. Gute Fru. Entscheide ich mal, wen ich verkloppen soll. Hört nicht auf irreführende Gerüchte. Dieser Mann ist ein kaltblütiger Mörder. Wir müssen alle... Wo sind meine Klingen da? ...zu seiner Ergreifung beitragen. Den kenne ich doch. Nein. ...umgehend erledigt werden, auf dass die Bürger Roms wieder frei und ohne Furcht durch die Straßen wandeln können. Da! Packt ihn! Ihr bekommt, was ihr verdient. Hört nicht auf irreführende Gerüchte. Wir müssen alle... Sauber, tricky. Mindestens zwei von denen waren letzte Nacht dabei. Buona fortuna. Und haltet euch vom Wein fern, Madonna. Ja, sauf nicht zu viel, genau. Recht hat er. Yeah! Mission voll erledigt! Und hier muss irgendwo noch eine Dings hängen. Noch einer. Tja, bei so vielen Söldnern hier, kein Wunder. Der Assassine, der böse Assassine. Seid wachsam, ihr muss gefasst werden. Komm her. Ein Söldner? Ich habe bald genug von eurer Arroganz. Hinweg! So. Aufgrund des erneuten Auftretens der Malaria im Campo Marzio wurden die Restaurations- und Reinigungsarbeiten in Santa Maria del Popolo vorübergehend ausgesetzt. Maria del Popolo. Der Reismagler weg. Und schon werde ich nicht mehr gesucht. Sie werden nicht mehr gesucht. Das war auch mein Wunschgedanke. So. Nehmen wir gleich das nächste. Wiederhergestellte Erinnerung oder machen wir Kurtisanen weiter? Also ein gebrochenes Herz. Christina-Mission. Machen wir Christina-Mission. Der chinesische Bankier Agostino Kichi lädt dahinter zu einem großen Bankett in seiner Villa ein, um seinen unvergleichlichen Geschäftssinn zu feiern. Insbesondere die enormen Gewinne aus dem Darlehen an die Familien Colonna. Sterben, du Vor! Das Consiglio Rionale erinnert Wallfahrer daran, ihre Not nur. So, den entsorgen wir auch gleich. Der nervt mich jetzt. Und dann gehen wir da weiter. So. Über den Borgia-Turm, den wir erst bereinigt haben. Da hinüber. Genau. Und darüber. Schöne Abkürzungen über die Kamine.
Zack, zack. Irgendwas habe ich jetzt da im Hintergrund gehört. Das habe ich jetzt auch voll verpasst. Aber nachdem wir ja hier so oft durch die Gegend rennen, machen wir jetzt einmal keinen Stress. Dann müssen wir darüber. Ja, es zieht sich halt wie immer. Das ist und bleibt Assassin's Creed. Aber es macht halt Spaß. Mein Gott, da muss man halt leider auch mal mit dem Zeitaufwand rechnen. Ja. Die Messe für die Opfer des Kirchenbrandes von San Cirillo findet morgen statt. Dann reden wir mal mit der Madame. Jetzt kriege ich noch einen Schluck auf. Ah, was ist denn jetzt los? Ah, ich lauf dir hinterher, Darling. Nicht so schnell, nicht so schnell! Mein Schatz, entkommen wir nicht. Oh. Florenz? Wie wär's mit der da? Oh, sie ist hübsch. Gut, dann geh und sprich mit ihr. Einfach so? Worüber denn? Das ist egal. Weißt du, kleiner Bruder, die meisten Männer haben Angst vor schönen Frauen. Wenn du dich traust, mit ihnen zu sprechen, hast du einen Vorteil. Du musst nur improvisieren. Was? Warum steht ihr so da? Oh, weil ich wollte euch fragen, wie lautet euer Name? Oh, ihr werdet ihn eh nie benutzen dürfen. Aspetta, ich war noch nicht bereit. Ich wollte wirklich charmant sein und lustig. Bekomme ich eine zweite Chance? Naja. Ezio, noch ist nicht alles verloren. Sie hat dich angelächelt. Sie wird sich an dich erinnern. Das ist doch schon mal was. Ich kann das noch schaffen. Ich folge ihr und finde raus, wo sie wohnt. Christina folgt, um ihre Aufmerksamkeit zurückzugewinnen. Okay. Ja. Ah, Mann. Oh, bisschen auf Range bleiben. Okay. Ja gar nicht gewesen sein. Kann es sein? Nein. Unmöglich. Das ist nur meine Einbildung. Ja, nur deine Einbildung. Schnecki. Puh, was machen wir denn jetzt da? Naja. Naja. Zack, darüber, darauf.